Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Drittletztes Ligarennen aus der aktuellen Saison in der Fairplay-Liga am Dienstagabend komplett ohne Fahrhilfen. Und es kann hier natürlich schon eine kleine Vorentscheidung geben. Und ich kann euch schon mal verraten, es wird im Rennen richtig, richtig spannend. Aber dazu dann gleich mehr. Wir gucken wie immer auf die Qualifying-Runde. Erste Kurve habe ich das Auto ganz schön reingeworfen. Geht da auf jeden Fall noch ein bisschen smoother, nenne ich mal. Hier die Rechtskurve wird natürlich Vollgas, kein Problem. Auch eine Schlüsselstelle für mich ist hier dieses Anbremsen und links über den Curb. Rechts kann man den Curb eigentlich auch noch mitnehmen. Den lasse ich immer gern so ein bisschen stehen, denn manchmal wird das Auto ausgehebelt und dann fliegt man eher links Richtung Wand und das Ganze ist einfach nicht so vorteilhaft. Dann natürlich die lange Gerade. Aktuell sind wir auf Platz 5 im Delta, aber knapp 1/4 vorne. Also das heißt, das kann schon mal einen guten Sprung geben. Ihr seht es auch an der Zeit rechts unten. Das ist tatsächlich auch mein finaler Versuch. Danach wird nichts mehr kommen. Hier komme ich wieder außen auf den Curb. Zeit verloren. Wir sind immer noch knapp bei unseren 1/4. Und wir gucken mal links unten auf die Zwischenzeit. 56,5 von Patrick Race. Und wir fahren eine 56,4. Also nur ganz knapp schneller wie Patrick. Dann verpasse ich hier den Curb. Wichtige Stelle. Um hier auch nochmal das Auto rumzureißen. Dafür erwische ich die Kurve dann Gott sei Dank ein bisschen besser. Delta springt wieder nach oben, nach unten, wie man es dementsprechend sehen will. Wir sind immer noch bei unseren 1/4. Aber perfekte Runde ist es auf jeden Fall nicht. Auch hier stehendes Rad, kommt viel zu weit nach außen. Wieder ein bisschen Zeit verloren, dachte ich. Wenn man aber aufs Delta guckt, habe ich Zeit gewonnen. Jetzt hier diese Doppellinkskurve unter dem Hotel durch. Sieht gut aus. Knapp 1/15 plötzlich im Minus. Alles gut im Moment. Hier Sicherheitsabstand. Nicht volles Risiko gegangen, dass die Runde zählt. Auch hier viel zu zögerlich in die letzte Kurve. Wieder Zeit verloren. Und dann springen wir auf Platz 3 nach vorne mit 3/10 Rückstand auf Texfex. Und deswegen habe ich mich ja auch ein bisschen geärgert. Denn ich habe natürlich die eigenen Fehler gemerkt und die Pole wäre drin gewesen. Wenn ich einfach konstant gefahren wäre, auch unter dem Hotel habe ich viel Zeit verloren. Nichtsdestotrotz, wir sind heute wenig Fahrer und Rechtschreibbär ist nicht dabei. Das heißt, wenn wir heute hier punkten und auch gegenüber Himbertoni vielleicht ein bisschen besser punkten, ist Rechtschreibbär aus dem WM-Kampf raus. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Die Ampeln gehen nämlich an und Abu Dhabi beginnt genau jetzt. Die Ampeln gehen ganz schnell aus. Texfex mit einem klasse Start da vorne, auch Himbertoni gut. Ich wiederum mit keinem guten Start. Keine Attacke von Patrick Race da hinten, der eher noch mit Escobar so ein bisschen kämpfen muss. Oder andersrum, Escobar mit Patrick Race, so rum wahrscheinlich. Aber wir bleiben auf Platz 3 und müssen natürlich jetzt in den ersten Sekunden hier gar nichts groß riskieren. Können ganz gemütlich fahren, denn ich habe es in den letzten Videos auch erwähnt, ich erwähne es jetzt gern nochmal, wobei ich ja schon ziemlich nah an Himbertoni komme. Wer vorne fährt, muss eben sein ganzes ERS verprassen. Und das ist hier ein Beispiel. Ich habe jetzt hier überholen. Schaltet dementsprechend jetzt runter und guckt mal, wie Himbertoni wegzieht. Und er hat ERS immer noch aktiv. Gibt aber gar keinen Grund, weil er kann ja auch vorne Texfex gar nicht angreifen. Und so kann man sich dementsprechend das ERS so ein bisschen aufsparen. Und das wird heute das Hauptthema sein in diesem Video. Das ERS-Management. Aber dazu später mehr. Ihr werdet sehen, das kann wichtig sein, je nachdem, wo ihr auf der Strecke seid. Wir machen wie immer kleine Sprünge. Wir sind in Runde 4. Viel hat sich nicht getan, außer dass Himbertoni dann an Texfex vorbeigefahren ist, weil Texfex so langsam, glaube ich, Reifentemperaturprobleme bekommt. Er ist unter anderem noch ein Controllerfahrer, wenn ich nicht falsch informiert bin. Und Himbertoni und ich sind der Lenkradfahrer, wobei auch hier wieder meine Linie total schlecht. Also Himbertoni hat jetzt hier die Chance, den Abstand rauszufahren, um das Rennen zu gewinnen. Auch jetzt Runde 6. Wir sind jetzt an Texfex dran, 1,5 Runden später. Himbertoni knapp 2 Sekunden weg und wir gehen jetzt natürlich auch ohne ERS. Brauchen wir nicht. Wir sind mit DRS schnell genug. Wir müssen gar kein ERS verschwenden. Ziehen nebendran, sind auf der Innenlinie und ziehen dann dementsprechend vorbei. Aber auch hier kriege ich den Scheitelpunkt nicht. Texfex hinter mir kann jetzt besser rausbeschleunigen. Allerdings ein bisschen querstehendes Heck. Kriegt zwar auch DRS, aber das gibt keine Attacke. Man sieht es auch, er hat das ERS nicht hochgestellt, weil er nicht deutlich rangeflogen kommt. Und somit sind wir auf Platz 2 nach vorne. Und dann springen wir zu Platz 7 und jetzt beginnt der WM-Kampf, wenn man so will. Denn Himbertoni geht in die Box. Und damit war mir klar, der macht einen Zwei-Stop. Jetzt hat er natürlich frische Reifen. Das heißt, er kann nach dem Boxenstopp Vollgas geben. Ich fahre hier mit den Gurkenrädern rum. Und deswegen, wenn ihr auch unten schaut, wir waren gerade eben in Runde 7, jetzt sind wir in Runde 12. Und ich fahre immer noch auf den Softreifen. Wenn ihr links unten hinschaut, ist Himbertoni um 2,6 Sekunden nach seinem Boxenstopp schon wieder rangefahren. Klar, er hat frische Softs, aber ich habe hier von einer 2-Stop auf eine 1-Stop gewechselt und gehe jetzt dementsprechend am Ende der Runde rein. Und ich weiß ja, dass Himbertoni auch nochmal rein muss.
Und daher bin ich dann theoretisch gesehen wieder vor ihm oder mit ihm auf der Strecke. Wäre ich eine Runde nach ihm gegangen, wäre mit seinen frischen Reifen mir weggefahren und der alte Abstand wäre da und ohne DRS kann man hier natürlich nicht so wirklich aufholen. Deswegen geht's jetzt in die Box und ich bin die Hälfte des Rennens mit den Softs gefahren. Ihr habt es gesehen, glaube 70% rechts vorne. Die letzten Runden waren auch überhaupt nicht gut. Aber ich muss es riskieren, um irgendeine Chance gegen Himbertoni zu haben. Denn wir sind im Grunde gleich schnell auf der Strecke. Und wenn ich nicht im DRS-Fenster bin, dann, ja, was will man denn dann groß machen? Kann man schlecht angreifen, außer man ist halt wirklich deutlich schneller. Aber da haben wir einfach ein fast ähnliches Niveau. Texfax hat hier die Session aufgegeben. Hatte mal wieder keinen Bock, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er damit auch endgültig aus dem WM-Kampf raus. Und damit ist der Sieg eigentlich nur noch zwischen Himbertoni und mir, dachte ich zu dem Moment. Aber da vorne fährt noch ein Patrick Race mit, der später im Rennen noch auftauchen wird. Und es wird noch richtig spannend. Also wir haben jetzt Halbzeit, sind hier 3 Sekunden in der Escobar, 6 Sekunden in der Patrick Race und können aber mit diesen Reifen durchfahren. Und das ist jetzt der entscheidende Faktor. Also müssen wir hier auch ganz schnell an Escobar vorbei. Da vorne seht ihr Patrick Race in die Haarnadel reinfahren. Mit knapp 6 Sekunden Abstand, hat allerdings auch schon 6 Sekunden Strafe. Ihr seht es, ich kann schneller, aber ich steche natürlich nicht einfach so rein. Und das Ganze wird jetzt auch hier auf der Geraden funktionieren. Kurzes ERS ein bisschen eingeschaltet, jetzt natürlich wieder ausgeschaltet, weil mit DRS reicht es dann natürlich locker. Da kann Escobar nichts machen, außer sein ERS hauptsächlich auszuballern. Und was ich eben vorhin meinte mit dem Hauptthema dieses Videos, mit dem ERS, das werdet ihr gleich sehen, denn es ist in Formel 1 2020 wichtiger denn je, einfach sein ERS zu managen. Und das wird gleich passieren, denn Himbertoni ist jetzt in der Box. Er wechselt jetzt nochmal von Medium auf Medium, müsste das sein, glaube ich. Aber wir sind wieder vorbei und wir können ja auch durchfahren. Also ist die Möglichkeit, also wir haben hier jetzt einen Riesenvorsprung ist vielleicht falsch gesagt, wir haben hier 3 Sekunden, aber wir sind wieder vor Himbertoni und wir müssen ja nicht mehr rein. Das heißt, wir können das Ganze einfach theoretisch kontrollieren, unser ERS dementsprechend anpassen, weil ihr seht es auch, ich habe 50% ERS, habe jetzt allerdings hier wieder Lendi vor mir, deswegen musste ich hier kurz das ERS hochstellen, um ihn vielleicht am Ende der Geraden schon zu kriegen, deswegen späte Attacke in Kurve 1, Lendi spielt mit und ich bin vorbei. Und das musste ich auch, denn da hinten kommt schon Himbertoni mit den frischeren Reifen, aber nur durch die Umstellung auf 1-Stop konnte ich überhaupt an Himbertoni vorbeikommen, muss natürlich jetzt die letzten 10 Runden dann höchstwahrscheinlich mit ihm kämpfen, die ganze Zeit, aber ja, sonst wäre ich vielleicht hinterhergefahren, er wäre in seinem Rhythmus geblieben, hätte seine konstante Speed gehabt und ich wäre nicht rangekommen. So muss er ein bisschen kämpfen, so muss er wieder an mich ranfahren und so weiter. Also hat auch ein bisschen was psychologisch zu tun, einfach andere Strategie, den anderen ein bisschen unter Druck setzen. Ja, und jetzt sind wir eine Sekunde vor Himbertoni und dann beendet hier Pat unten die Session, ist abgeflogen, Ende Kurve Sektor 1 und dann kommt das Safety Car. Und jetzt ist natürlich die Sache, ich fahre jetzt hier in die Box, hole mir ganz frische Softs, weil ich mir natürlich in dem Moment dachte, ich war auf Platz 1 auf der Strecke. Wenn Himbertoni reingeht, muss er sowieso warten, ist hinter mir. Aber Himbertoni fährt weiter, weil er mit dem Medium-Reifen gut zurechtgekommen ist. Der wollte nicht auf die Softs wechseln. Und damit ist natürlich die Möglichkeit für mich noch besser, mit den Softs jetzt dementsprechend ihn anzugreifen, wenn ich direkt hinter ihm lande. Und wenn wir jetzt mal auf die Boxenausfahrt schauen, ist ein Patrick Race gerade auf Start und Ziel. Und ich muss jetzt hier Vollgas geben. Ich habe ja kein Delta in der Boxenausfahrt. Gib hier Vollgas und dann kommt hier rechts Patrick Race um die Ecke, fährt noch mitten auf die Ideallinie, wo ich eigentlich schon bin und kommt tatsächlich vorbei. Also ich dachte eigentlich, mit der Safety-Car-Linie bin ich vor ihm, aber nein, damit haben wir jetzt einen Puffer zwischen Himbertoni und mir und ich muss ganz schnell am Patrick Race vorbei, um hier noch Himbertoni ernsthaft angreifen zu können, 8 Runden vor Ende. Und hier hat Himbertoni bis in die letzte Sekunde langsam gemacht, was ich nicht ganz verstanden habe, aber das ist natürlich jetzt die perfekte Chance für mich. Patrick Race mit einem leichten Quersteher, ich hau hier das ERS raus, endlich will Lendi, späte Attacke in Kurve 1. Patrick spielt natürlich mit, jetzt nochmal kurz das ERS für die Rausbeschleunigung und damit sind wir schon vorbei und können uns jetzt Himbertoni zurechtlegen, denn ganz klar, ich fahre nicht voraus, Himbertoni muss jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen sein ERS rausballern, um weg von mir zu kommen und wir können dahinter ganz entspannt fahren. Und jetzt fängt eben die Zeit an, was ich meinte mit dem ERS-Management. Ich habe in dieser Situation keinen Grund, ihn hier, wir springen 2 Runden weiter in Runde 23, ich war schneller, ich habe ihn aber nicht wirklich angegriffen.
weil ich eher Richtung Runde 27 gedacht habe, dass ich ihn da angreife. Ich habe die ganze Zeit ERS gespart. Man sieht es jetzt hier auch. Ich habe 62% gehabt. Hier habe ich immer noch 50%. Ich fahre Bestzeiten in den Sektoren. Also ich konnte schneller. Ich habe es allerdings nicht gemacht. Und was passiert, wenn man hinterher fährt? Schaut mal da vorne. Himbertoni kommt über den Curb und kriegt links unten eine 3-Sekunden-Strafe. Aus meiner Sicht war er vollkommen auf dem Curb, aber er hat tatsächlich eine 3-Sekunden-Strafe bekommen. Und das ist natürlich noch besser für mich, denn Patrick Reyes hat auch 6-Sekunden-Strafe. Also wenn ich jetzt nur noch hinterher fahre, gewinne ich das Ding. Aber auf der Strecke will man natürlich auch gewinnen, das ist ganz klar. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann erhöhen wir mal langsam den Druck, fahren hier diese links-rechts ein bisschen schneller. Er hat sie auch nicht so ganz bekommen. Ihr seht es, wie viel besser die Softreifen immer noch sind. Hier auch viel engere Linie. Habe ich das ERS mal hochgestellt, aber auch nicht volle Kanne, denn hier seht ihr es, Himbertoni benutzt nicht viel. Ich habe DRS und von daher ziehe ich vorbei. Gar kein Problem. Ich kann mir auch vorstellen, dass Himbertoni gar nicht mehr viel ERS hatte. Vielleicht nur noch so 10-12%, 15% und ich habe halt 40 oder hatte 35. Und das deswegen... Vergeudet nicht euer ERS, wenn ihr es nicht müsst. Also wenn ihr hinter einem herfahrt und ihr könnt ihn nicht angreifen, dann schaltet nicht auf Überholen im normalen Zweikampf, weil spart euch das ERS und gibt es halt eher bei der nächsten Möglichkeit aus. Sagen wir mal so. Auf jeden Fall jetzt Runde 26 sind wir vorbei und damit ist der Sieg, ja, ich kann es eigentlich nur noch selber wegschmeißen, denn wo will mich Himbertoni jetzt angreifen, außer auf der langen Gerade? Aber dazu habe ich noch genügend ERS, ich habe genügend Sprit. Und notfalls gebe ich ihm den Konter halt eine Gerade später, weil die Softreifen waren halt immer noch gut. Kurve ein bisschen verpasst hier. Und dann hat Himbertoni auch noch einen Disconnect. Also wenn was zusammenkommt, hier komme ich auch zu weit raus. Gott sei Dank keine Verwarnung bekommen. Aber Himbertoni ist rausgeflogen in dem Moment, konnte dann nochmal nachjoinen. Links unten seht ihr, es ist auf Platz 4 zurückgerutscht. Konnte Lendi noch ein bisschen unter Druck setzen. Aber nichtsdestotrotz, Patrick Reyes ist ja nochmal an mich rangefahren, auf der Strecke nicht vorbeigekommen, aber wir gewinnen in Abu Dhabi und das ist ein riesen Schritt Richtung WM, denn Himbertoni wird dann hier auch, ich glaube, da muss ich mich korrigieren, er wird hier als Vierter gewertet, ist allerdings als Dritter über die Linie gekommen, beziehungsweise die Strafe von Patrick wurde nicht richtig berechnet. Irgendwas so hatten wir. Also Himbertoni wird da, glaube ich, als Dritter gewertet, ich als Erster, aber ich baue natürlich meinen Vorsprung jetzt um 10 Punkte aus bei noch 2 Rennen. Und hier habt ihr es, das sind 14 Punkte für Australien und Bahrain. Und das ist natürlich schon sehr komfortabel. Ich kann mich eigentlich nur noch selber schlagen. Aber wenn er gewinnt, ich Dritter werde zweimal, dann ist er plötzlich Weltmeister. Deswegen war es das erstmal aus Abu Dhabi. Danke fürs Zuschauen und weiter geht's in den nächsten Videos. Bis dahin, ciao, ciao.